Susanne Müller-Zandorp. Ich spreche über die Bedeutung von Training für Top-Auftritte, erfolgskritische Performances. Und im Grunde genommen ist heute schon eigentlich alles eine erfolgskritische Performance. Denn jeder von uns hat ein Smartphone in der Tasche, jeder von uns kann alles aufnehmen, jeder von uns kann alles super schnell auf Social Media distribuieren und die Sache geht in 0, nichts um die Welt. Das macht das Leben für viele Leute an der Unternehmensspitze nicht gerade einfacher und deswegen schauen wir uns an, was man dagegen tun kann. So, also diese Auftritte sind vielfach inzwischen matchentscheidend, live, Video und Hybrid. Und jede News ist breaking, vor allen Dingen natürlich auf dem C-Level. Das, was die CEOs sagen, wird besonders genau unter die Lupe genommen. Die sind die Sündenbocke für alles. Und wir hören uns mal an, Larry Fink, den Chef von BlackRock, der damit gar nicht so richtig klarkommt. On the other hand, let me be clear. I'm taking this very seriously. We are trying to address the misconceptions. It's hard because it's not business anymore. They're doing it in a personal way. And for the first time in my professional career, attacks are now personal. They're trying to demonize issues. Ja, damit kommt er nicht klar. Darauf ist er nicht vorbereitet. Und Vorbereitung wäre halt notwendig. Wir haben Kunden gefragt. Von 100 Kunden haben 51 gesagt, dass sie in den letzten 3 Jahren 0 bis 2 Tage trainiert haben. 11 haben gesagt, 3 bis 5 Tage und 10 haben gesagt, 6 bis 10 Tage. Einer noch mehr als das. Verdammt wenig, wenn man sich überlegt, dass 70% der Führungsaufgabe Kommunikation ist. Und warum ist das so? Man kann es verstehen fast, denn niemand, der in einer bedeutenden Position ist, exponiert sich gerne mit dem, was er nicht kann. Und jedes Lernen fängt da natürlich an. Wir fangen an auf dem Level der unbewussten Inkompetenz. Das ist also immer dann, wenn man sagt, oh ja, dafür, dass ich nicht vorbereitet war, habe ich es ganz gut gemacht. Oder ich sage mal, wenn ich mich nicht vorbereite, dann bin ich viel besser. Das hat etwas Selbstgefälliges fast. Und dann, wenn man zu trainieren beginnt, wird es erst richtig unangenehm, denn dann wird einem diese Inkompetenz bewusst. Man sieht sie im Video, man hört es von den Kollegen als Feedback. Ja, oh mein Gott, das werde ich nie können. Das Gap scheint zu groß. Doch wir wissen, danach kommt die bewusste Kompetenz. Man konzentriert sich, man macht alles nach Ablaufplan. Die Sache funktioniert, gut vorbereitet. Und am Schluss kommt es aber noch mal besser. Da ist das Level der unbewussten Kompetenz. Das ist der Flow. Das ist die Situation, wo sie schlagfertig sind, wendig, die Bühne beherrschen. Jedes Wort sitzt, der Witz kommt an der richtigen Stelle, die Namen aller Leute fallen ihnen ein, sämtliche Zahlen sind präsent, in den Q&A glänzen sie. Das ist das, was wir uns wünschen. Und dazu müssen wir vorbereiten, wie im Profisport. Für Live, Hybrid und Video. Das klassische Medientraining, was man einfach mal so zwischenrein reingeschoben hat, das ist unserer Meinung nach passé. Der Dry Run, der reicht auch nicht, den man abends müde noch mal kurz vorher absolviert. Okay, besser als nichts, aber die neue Welt des Trainings, die bringt ein ganz neues Level von Spitzenleistungen hervor. Und mit dem Level müssen wir fertig werden. In dem Sinne, auf dem Level wollen wir mitspielen. 5 wesentliche Punkte, die wir entwickelt haben in unseren Trainings, spielen hier rein. Von der Performance-Orientierung bis hin zum großen Ziel, Aufmerksamkeit, Verständnis und Vertrauen zu gewinnen. Und wir gehen kurz durch diese 5 Punkte. Punkt 1. Das Training ist immer auf ein bestimmtes Event hin ausgerichtet. Wir machen Vorbereitung und Debriefing zu diesem Event. Wir arbeiten nach der Regel von Albert Mehrabian, der sagt, wir brauchen kongruente Botschaften. Nur dann kommen die Botschaften auch bei den Zuhörern an. Wir arbeiten sehr viel mit Körpersprache, das ist 55% jeder Botschaft. Wir arbeiten viel mit Stimme, 38%. Und wir arbeiten natürlich auch mit dem Content, aber wir fallen nicht in die Falle, uns zu 100% auf die 7% vorzubereiten. Sonst passiert das, dass man im AGM sagt,
Ja, wir arbeiten richtig gut zusammen und sie schauen nicht auf die Person, mit der sie zusammenarbeiten. Und dann ist für jeden Analysten klar, da gibt es einen Konflikt. Zweiter Punkt, wir müssen auf die kommunikative Identität Rücksicht nehmen, die der Protagonist, die Protagonistin mitbringen. Wir können die nicht ändern. Wir müssen mit dem Material arbeiten, was wir vorfinden, wie im Sport. Und hier bringe ich Ihnen zwei sehr unterschiedliche Beispiele von der deutschen Sprecherin des Verteidigungspolitischen Ausschusses, Marie Strack-Zimmermann. Das hören wir uns im Audio an. Und dann später schauen wir nur das Video an von Barry Silber, dem großen Kryptoinvestor. Und zwar ein Video aus seiner Jugendzeit, wo man da schon sieht, was er für eine kommunikative Identität hat. Ich dachte, die christdemokratischen Paschas sitzen hier, aber sie sind ja noch viel schlimmer. Liebe Freundinnen und Freunde, natürlich gratulieren wir Herrn Pistorius. Wir wünschen ihm Glück und wir wünschen ihm Fortun, was man an diesem Job wirklich braucht. Und Herr Wadefuhl, dass Sie ihn als drittklassig bezeichnet haben, finde ich schon sehr kühn angemessen der Tatsache, dass auch Frau Kamp-Karrenbauer aus dem Land kam, international nun wirklich nicht die Wucht in Tüten war. Und ich finde, wir sollten angesichts dieser internationalen Situation ein bisschen netter miteinander umgehen. Eine sehr spannende kommunikative Identität, die gerne auch mal flucht, die offensichtlich dieses Rednerpult im Deutschen Bundestag für sich vereinnahmt wie niemand anderes und die sich überhaupt ganz furchtlos präsentiert, Angriffe links und rechts mit der Prise Humor verteilt. Eine sehr spannende kommunikative Identität. Und jetzt hier im Gegensatz dazu jemand, der auf dem Panel vom Moderator gerade vorgestellt wird, Barry Silber. Achten Sie auf den jungen Mann in der Mitte, der jetzt hier so ein bisschen unbewegt schaut, wie er vorgestellt wird, ganz wenig lächelt, nachdem seine Erfolge aufgezählt werden und der dann so ein bisschen, ja, wie Falschgeld, würde man sagen, im Raum sitzt und gar nicht so richtig weiß, wie ihm geschieht. Und das ist das, was wir vorfinden im Training. Und das ist das, was wir zum Leuchten bringen müssen. Wie können wir Barry Silber mit der Art, wie er ist, unterstützen? Er ist zum Beispiel jemand, der sich in seinem Büro mit drei Bildschirmen umgibt und im Urlaub am Pool einen Stapel Bücher hinstellt, um die Leute von sich fernzuhalten, ja? Spricht überhaupt nicht gerne in der Öffentlichkeit, sieht man ja. Ja, was machen wir? Das große Geheimnis, das besteht darin, dass wir uns auf die physische und die seelische Energie konzentrieren des einzelnen Menschen. Und das hat die Jacinda Ardern, die neuseeländische Ministerpräsidentin, gerade sehr schön zum Ausdruck gebracht, die nämlich zurückgetreten ist, weil sie gesagt hat, ihre physische und seelische Energie ist aufgebraucht, der Tank ist leer und der Reservetank, der ist auch leer. Deswegen kann sie den Job nicht länger machen. Sehr klug, sehr smart. Rechts haben wir jemand, der auch aufgebaut werden muss. Das ist ein CEO, der einen Schlaganfall gehabt hatte und jetzt mit halbseitiger Lähmung versucht, diesen Job weiterzumachen. Und auch hier können wir sehr, sehr viel ausrichten, indem wir die Bühne so für ihn bauen und die Technik und das Licht und die Art von Gemütlichkeit oder Wohlfühlfaktor auf der Bühne für ihn herrichten, sodass es auf seine jetzige Fähigkeit optimal abgestimmt ist. Das ist der Bühnenaufbau, das ist die Technik, das ist die Choreografie, das ist das Format des Gesprächs oder das Format des Statements, was er von sich gibt. Vielleicht ist er auch einfach nur präsent und arbeitet mit einem Lächeln, was man im Profil sehr schön sieht. Ja, alles machbar, alles ganz wichtig und es gibt ihm auch Energie, das baut ihn auf, das bringt ihn zurück. Unser viertes Grundbausteinelement ist das Kommunikationsmodell für Präsenz, was wir verwenden, basierend auf dem Modell von Professor Eisenegger in Zürich.
Und wir nennen das die agentische Seite der Kommunikation, wo es um Performance geht, um Zahlen, um Leistungsausweise, um Zielgerichtetheit und starke Führungsfähigkeiten. Wenn man nur auf dieser Ebene kommuniziert, hat man heutzutage völlig verloren. Ja, siehe eben Larry Fink zu Anfang. Man muss auf diese kommunale Seite überschwenken, rechts zeigen, dass man ein moralischer Mensch ist, der Emotionen hat, der einfach auch freundlich sein kann, Fairness wichtig findet, dem man Vertrauen schenken darf, der dazu einlädt. Die expressive Seite heute unerlässlich, die Selbstvorstellung, manche sagen Selbstdarstellung, darf nicht vergessen werden. Unser fünftes Element. Aufmerksamkeit, Verständnis, Vertrauen. Also, Aufmerksamkeit fehlt und dann kommt kein Stakeholder ins Handeln. Der Kontext fehlt, man versteht nicht, warum soll ich da was machen? Keiner kommt ins Handeln. Man traut mir nicht, keiner wird das tun, was ich verlange. Und das muss alles drei da sein. Wie man das macht, ist Teil des Messaging, ist Teil der 7%, die wir mit dem Inhalt arbeiten. Ich zeige Ihnen noch ein Trainingsbeispiel. Das ist ein 6-monatiger Zyklus mit einem CEO, wo wir jeweils vor einem kritischen Auftritt und danach eine kurze Session gemacht haben, manchmal eine Stunde, manchmal anderthalb, haben diese Session vor- und nachbereitet. Das war entweder live, Hybrid oder Video. Und wir haben ziemlich viel mit Videoanalyse gearbeitet, wie im Fußball. Wir haben viel Körperarbeit gemacht, Stimmtraining. Wir sind in den Match von Inhalt und Darbietung gegangen, wie ich es eben erklärt habe, haben ein Vorbereitungsritual entworfen für diese Person ganz individuell und gezeigt, wie man Moderatoren für sich einnimmt, wie man sie einstimmt. Hier nochmal zusammengefasst, ein neues Level von Spitzenleistung ist machbar, wenn man diese 5 Punkte berücksichtigt, also vom Wettkampf über die individuelle kommunikative Identität zur Frage, wie schaffe ich den Glow von innen heraus? Wie komme ich auf die kommunale Seite und kann meine Emotionen zeigen und Verbindlichkeit und Vertrauen werben? Wie finde ich die notwendige Aufmerksamkeit? Wir bei CEO Positions können Personal Branding und machen Reputation für Unternehmen. Arbeiten mit dem C-Level-Team. Unsere Kunden sind sportlich, das hat man schon gemerkt, oder? Und die wollen alle nochmal auf so einen richtig hohen Berg drauf. Deshalb sind wir am Fuße des Berges und sagen, wir wissen, wie es geht, wir waren da auch schon und wir können dir die neuen Tricks auch mitgeben, die du vielleicht noch nicht kennst. Ja. Vielleicht macht es Ihnen ja Spaß, auch etwas für sich selbst zu tun, wer weiß. Und dann freuen wir uns natürlich. Tschüss.